Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja zwei Fraktionsvorsitzende der Großen Koalition gehört und haben ja gesehen, die kommen beide aus unterschiedlichen Parteien. Ich finde, das ist auch so in Ordnung, so muss das sein. Wir stehen ja nicht als Koalition auf dem Wahlzettel. Gleichzeitig hat man aber auch gehört, dass diese Koalition viel geschafft hat und noch viel schaffen wird. Herr Kauder, Sie haben ja vollkommen recht. Kein Mensch braucht noch ein Jahr Wahlkampf in diesem Land. Keiner von uns hat das vor. Ich glaube, das, was wir gezeigt haben, das, was wir gemacht haben, spricht auch für diese große Koalition. Und wenn ich mir das anhöre, was Herr Bartsch, Frau Göring-Eckardt hier so zum Besten gegeben haben, dass Sie gemahnt haben, diese Koalition möge sich weniger streiten, möge mehr arbeiten, möge nicht so viel Randale machen. Ehrlich gesagt, ich kann mich noch an die Zeit von Rot-Grün erinnern. Also, das ist vielleicht der Nachteil, wenn man länger dabei ist. Und ich habe mich auch daran erinnert, wie wir mit den Grünen zusammengearbeitet haben. Ehrlicherweise, ich kann nicht behaupten, dass es da weniger Streit gegeben hat. Und ich kann nicht behaupten, dass es nicht weniger unterhaltsam gewesen ist. Und wenn man sich das anguckt, über Herrn Bartsch möchte ich da nicht allzu viel sagen, ist es doch einfach so, dass Streit in einer Koalition auch mal dazugehört. Wesentlich ist, was am Ende hinten dabei an Sachpolitik rauskommt. Und wenn man sich denn das anguckt, dann ist das doch beachtlich. Wir haben zusammen mit der CDU, CSU einen Mindestlohn in diesem Land beschlossen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir haben beschlossen, Elterngeld plus Familienpflegezeit, eine Frauenquote, mehr Geld für Bildung. Wir haben mehr Geld für BAföG ausgegeben. Wir haben insbesondere im Bereich Wohnen die Mietpreisbremse durchgesetzt, höheres Wohngeld, mehr Investitionen in die Städtebauförderung, Mittel für den sozialen Städtebau verdoppelt und verdreifacht. Wir haben ein Rentenpaket durchgesetzt, Rente mit 63, die Mütterrente, Erwerbsminderungsrente verbessert. Wir haben Kommunen entlastet. Wir haben das heute ja angesprochen für viele Milliarden. Für den Bau und Betrieb von Kitas stellen wir 750 Millionen mehr zur Verfügung. Es gibt 140 Millionen Euro für den Bereich der Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Wir haben insbesondere einen kommunalen Investitionsfonds aufgelegt. Bei Flüchtlingen haben wir in dem Bereich Fluchtursachen bekämpfen viel Geld ausgegeben für Integrationskurse, für Sprachkurse, dafür, dass die Sprachlehrer anständig bezahlt werden. Wir haben 10.000 neue Stellen im Bundesfreiwilligendienst geschaffen. Wir haben Geld ausgegeben für Krisenprävention und humanitäre Hilfe. Wir haben 3.000 neue Stellen für die Bundespolizei beschlossen. Und wir haben ein 10-Milliarden-Paket für Zukunftsinvestitionen und 5 Milliarden für zusätzliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur beschlossen. Und ernsthafterweise, nennen Sie mir eine andere Koalition in den letzten 30 Jahren, die mehr beschlossen hätte. Wir haben das hier als große Koalition hingekriegt. Und es ist immer so, dass es dann auch mal rums, kracht und donnert. Ich bin da auch nicht schüchtern. Aber da, wo dann gearbeitet wird, in den Ausschüssen, in den Fraktionen, da kann ich ja nur Kollegen Eckardt-Rebech nur genug loben. Ich weiß nicht, ob dir das nützt oder schadet in der CDU, da bin ich mir nicht sicher. Aber im Ergebnis arbeiten wir wunderbar zusammen. Das ist eine helle Freude für Herrn Schäuble, dass sein Ausschuss so wunderbar mit ihm gut zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben 3 Jahre lang eine saubere, eine gute Sacharbeit abgeliefert, gut für die Menschen in diesem Land. Herr Kauder hat ja gesagt, wir sollen jetzt ein Jahr lang nicht Wahlkampf machen. Ehrlicherweise bin ich auch dieser Meinung. Wir haben zum Beispiel noch das Bundesteilhabegesetz. Da stehen die parlamentarischen Beratungen vor der Tür. Da haben wir 700 Millionen am Ende der Ausbaustufe da drin. Das gefällt nicht allen, weil es nicht reicht. Ich finde, wir können auch noch mal eine Schippe drauflegen. Wir haben ja gerade gehört, die finanzielle Lage ist so. Aber ich würde es gut finden, wenn wir dieses Bundesteilhabegesetz, was wir verabredet haben, durchsetzen. Die Rentenangleichung Ost und West. Da ist ja eben kritisiert worden, dass es nicht kommt. Aber wenn es kommt, dann nur das eine, was gut ist, und das andere, was nicht so gut ist, vielleicht nicht. Die Frau Bundeskanzlerin hat ja eben sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass sie das nicht in Ordnung findet, sondern sie will es haben. Ernsthafterweise, dann soll sie es kriegen.
Ich glaube, Rentenangleichung Ost-West ist etwas, was muss kommen. Das wollen wir. Dann werden wir es auch umsetzen. Die solidarische Lebensleistungsrente haben wir abgesprochen in der Koalition, soll kommen, wird umgesetzt. Ein Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Da läuft die parlamentarische Beratung. Wir gehen davon aus, es kommt. Wenn man sich anguckt, der ganze Bereich Erbschaftssteuer, Bund-Länder-Finanzbeziehung, natürlich ist das schwierig. Herr Kauder hat das ja eben durchdekliniert, warum sowas auch schwierig sein kann. Die Länder haben Interessen, ja, was ein Wunder. Also Hessen hat auch ein paar Interessen, Baden-Württemberg, wir Hamburger sind natürlich selbstlos. Aber im Kern ist es natürlich so, dass es Interessen gibt, aber ich bin mir sicher, man wird sich da auch einigen. Im Kern wollen wir nämlich alle, dass es kommt. Man muss nur aufpassen, dass es da keine artfremden Koppelungsgeschäfte gibt, wie Bundesfernstraßengesellschaft und anderes. Aber jedenfalls brauchen wir am Ende eine Einigung. Und da wir ja morgen die entsprechende Zusammenarbeit und das Treffen mit den Ländern auch haben, sind die nach der Rede von Herrn Kauder ja auch gut eingestimmt. Ich glaube, dass die bessere Ausstattung für die Bundespolizei und die Sicherheitsbehörden ja hier angekündigt worden ist. 3.000 Stellen haben wir beschlossen. Ich gehe mal davon aus, dass 3.000 weitere kommen. Vielleicht kommen ja sogar noch mehr. Ich glaube, dass man in dem Bereich viel tun muss. Da ist es wichtig, dass die Polizei, dass die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, der Zoll gestärkt werden. Da muss man dann aber auch in bestimmten Bereichen klare Kante zeigen. Gegen rechte Gewalt, gegen linke Gewalt, da darf man keine Unterschiede machen. Gewalt hat in jedem Fall mit staatlicher Autorität beantwortet zu werden. Andrea Nahles wird im Herbst ein Rentenkonzept für ein Reformkonzept für die Rente vorstellen. Wichtig ist für uns eine Stärkung der Betriebsrenten. Wir wollen die Wirkung der Mietpreisbremse verbessern und die Situation der Alleinerziehenden. Wir haben noch ein Jahr. Und ehrlich gesagt, wir haben schon verdammt viel geschafft. Und wenn man sich anguckt, dass die Opposition hier immer von Streit redet und von dem Verhältnis mit der Türkei und anderen Dingen, man kann auch ablenken. Die Situation der Menschen in diesem Land, die, die hier arbeiten und Steuern zahlen, die Situation der Unternehmen ist gut. Wir haben eine gute, grundsätzliche Lage in diesem Land. Und wenn man denn dann sich mit der AfD und denen, die sie gewählt haben, auseinandersetzt, dann wird man mit Argumenten ganz häufig nichts. Weil man denen immer sagen kann, den AfD-Wählern, die wollen, dass sie bis 70 arbeiten, die wollen, dass sie weniger Rente kriegen, die wollen den Mindestlohn abschaffen. Dann sagen die immer, naja, aber die sind auch gegen Ausländer. Im Kern ist es doch einfach so, die AfD ist nicht auf der Sachebene unterwegs. Die appellieren an den inneren Schweinehund. Frust, Neid, Angst, Missgunst und all das auf einer niedrigschwelligen Ebene. Und da wird schlechte Laune geschürt. Und die Situation in diesem Land ist nicht danach. Das Einzige, was man da tun kann, ist saubere Sacharbeit. Die Situation verbessern, die Dinge, die wir beschlossen haben, aufzuzählen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in dem Jahr all das umsetzen, was ich angesprochen habe. Herr Schäuble hat angekündigt, er möchte Anfang der nächsten Legislaturperiode eine Steuerreform umsetzen. Ernsthafterweise, Herr Oppermann hat es ja auch schon gesagt, warum müssen wir immer mit sowas warten? Die CDU hat... Herr Kollege Kauder, Sie wissen, dass ich Sie wirklich schätze. Ich glaube auch, dass Sie ein sehr guter Fraktionsvorsitzender sind und dass Sie recht haben in dieser Frage. Aber es geht ja auch anders. Hätten Sie meinem Fraktionsvorsitzenden zugehört, dann wäre Ihnen aufgefallen, dass natürlich die Länder da Probleme machen und wir aber eine Steuerreform vielleicht hinkriegen, indem wir über Freibeträge reden. Und wenn wir über Freibeträge reden bei den Sozialabgaben, dann brauchen wir die Länder da weniger. Und deswegen ist das durchaus möglich. Und deswegen finde ich, lassen Sie uns das Thema doch einfach angehen. Warum müssen wir immer warten? Die CDU/CSU hat ja schon viele Legislaturperioden lang eine Steuerreform angekündigt. Die einzigen, die eine Steuerreform umgesetzt haben, war Rot-Grün, Gerd Schröder mit Hans Eichel. Und wenn wir sowas auch nur zur Hälfte hinkriegen, würde man uns in diesem Land doch feiern. Und zum Abschluss eine Bitte, Frau Merkel. Ich glaube, bei all den Dingen, die wir hinkriegen,
Und immer wenn wir darüber reden, dass die Menschen nicht in ein reiches Land einwandern, eine Wertegesellschaft, und Herr Kauder heute ja auch von Werten gesprochen hat, die es wert sind, durchzusetzen, und einer der Kandidaten für die Spitzenkandidatur bei den Grünen ja auch Ähnliches so formuliert hat, auch wenn die Grünen da nicht klatschen wollten, dann, glaube ich, muss man diese Werte in diesem Land auch umsetzen. Deswegen wäre es für mich wichtig, dass wir die Öffnung der Ehen diese Legislaturperiode hinkriegen. Ich würde das gerne mit Ihnen machen. Ich glaube, dass das wichtig und gut wäre. Dann stehen wir zu den Werten, die wir immer verkünden. Uns hätten Sie an Ihrer Seite, Frau Merkel. Vielen Dank. Die Rede von Johannes Kahrs, dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Gerda Hasselfeld. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe innerhalb der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in diesen Tagen mit den Menschen reden, dann erleben wir zweierlei. Wir erleben, dass sie sehr wohl registrieren, uns geht es gut in Deutschland. Dass sie sehr wohl registrieren, die Beschäftigungslage war noch nie so gut wie jetzt. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie vor 25 Jahren nicht mehr. Die Preise sind stabil. Die Reallöhne sind gestiegen. Und das alles ist nicht nur gefühlt, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Realität in unserem Land. Und das alles ist nicht erreicht worden auf Pump, sondern es ist erreicht worden mit einem seit Jahren soliden Bundeshaushalt. Es gab noch nie eine Bundesregierung, die während einer ganzen Legislaturperiode keine neuen Schulden gemacht hat. Diese Bundesregierung handelt danach, meine Damen und Herren. So ist es, Herr Kahrs. Und das Ganze ist aber kein Selbstzweck. Ich sage das nicht, damit es auf dem Papier steht, sondern wir machen das deshalb, weil wir uns unserer Verantwortung gegenüber den Kindern und Enkelkindern, gegenüber denen, die nach uns kommen, voll bewusst sind. Das ist verantwortungsvolle, nachhaltige Politik, die auch diesen Haushalt mitprägt. Und dann erleben wir aber ein Zweites. Wir erleben die Sorgen, die Ängste der Menschen, die ganz unterschiedlich sind, aber nachvollziehbar sind. Sorgen und Ängste, die sich beziehen auf die Globalisierung, auf die Veränderung in der Arbeitswelt, Digitalisierung, auf Veränderungen nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch im Alltag. Sorgen und Ängste, die sich ergeben aus den Kriegen in vielen Teilen der Welt, aus Krisen, in der Konsequenz dann auch in der hohen Zahl der Flüchtlinge zum Ausdruck kommt. Und dann erwarten viele Menschen auf diese Fragen, wie gehen wir damit um, wie bewältigen wir das, können wir unsere Sicherheit, unseren Wohlstand auch künftig halten, können wir das, was wir erarbeitet haben, auch unseren Kindern weitergeben, können wir unsere Werte weitergeben, so wie wir es gewohnt sind, miteinander zu leben, dann erwarten sie meistens schnelle Antworten. Viele erwarten auch einfache Antworten. Und ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt an uns, an den verantwortlichen Politikern auch deutlich zu machen, auf solche Fragen kann es keine einfachen und schnellen Antworten geben, sondern da muss ein bisschen mehr darüber nachgedacht werden und muss auch ein Stück weit gerungen werden um die richtige Antwort. Aber wir müssen ringen um die richtige Antwort. Und das tun wir auch. Und die erste Antwort ist zweifellos die, gerade in Zeiten dieser Unsicherheit ist es notwendig, dass wir die solide Haushaltspolitik mit ganz konkreten
Investitionen in die Zukunft auch fortsetzen. Da brauchen wir keinen Kurswechsel, sondern das, was wir in dieser Legislaturperiode schon gezeigt haben, einfach so fortzusetzen. Ich nenne nur zwei Bereiche im Investitionsbereich. Das eine ist der Bildung- und Forschungssektor und das zweite, das sind die Infrastrukturinvestitionen. Wir haben seit 2005 im Bildungs- und Forschungsbereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Ansatz mehr als verdoppelt. Und wenn ich von Bildung und Forschung rede, dann rede ich nicht nur von der Exzellenzinitiative und von den Universitäten, Hochschulen und Gymnasien, sondern dann rede ich auch vom gesamten Bildungsbereich, auch beispielsweise im Meister-BAföG-Bereich. Denn die Bildung beginnt nicht erst mit dem Abitur und dem Studium, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern Bildung hat auch ein Hauptschüler, Bildung hat auch ein Mensch mit mittlerem Bildungsabschluss. Das sollte uns nicht vergessen werden. Der Bundesverkehrs- und Infrastrukturminister hat in dieser Legislaturperiode einen Investitionshochlauf gestartet, der überall heute spürbar ist. Wir haben viele Baustellen, notwendige Baustellen. Und wir haben mit der Vorlage des Bundesverkehrswegeplans eine gute Grundlage für die weitere Ertüchtigung unserer Verkehrsinfrastruktur. Und Ähnliches erleben wir auch im Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Das wird fortgesetzt. Ein drittes will ich allerdings auch noch ansprechen. Auch das, was notwendig ist an Unterstützung für die Länder und Kommunen, haben wir nicht nur getan, sondern keine Regierung, wirklich keine Bundesregierung in der Vergangenheit, hat so viel für die Länder und Kommunen ausgegeben und ihnen wieder zurückgegeben wie diese Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sogar so viel, dass in manchen Bereichen, wie beispielsweise beim Kita-Ausbau oder auch bei der Hilfe für die notleidenden Kommunen, das zur Verfügung gestellte Geld bislang überhaupt noch nicht voll abgerufen wurde und die Laufzeit verlängert werden musste, meine Damen und Herren. Dies macht schon deutlich, dass wir hier eine großartige Leistung vollbracht haben, die aber nicht umsonst ist, sondern ich sage ganz bewusst, ich stehe auch dazu, unsere Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben auch zu erfüllen, aber sie müssen sie auch erfüllen. Es kann nicht sein, dass der Bund auch beispielsweise das noch mehr Geld dann noch übernimmt, was die Kommunen übernehmen sollen, beispielsweise bei der Zurverfügungstellung von Grundstücken für die Wohnung, für den Wohnungsbau. Man kann nicht nur fordern, mehr Geld für den Wohnungsbau vom Bund, wenn man vor Ort die Grundlagen planungsrechtlich nicht liefert, um tatsächlich mehr Wohnungen bauen zu können. Weitere gute Grundlagen zu legen im wirtschaftlichen Bereich, das hängt auch mit der Steuerentlastung zusammen. Gott sei Dank haben wir eine Haushaltssituation, wo wir uns wo wir Steuerentlastungen in der nächsten Legislaturperiode machen können. Es ist da schon vieles dazu gesagt worden. Neben den Entlastungen im Einkommensteuerbereich bei den mittleren und unteren Einkommen will ich noch darauf hinweisen, dass auch meines Erachtens der Abbau des Solidaritätszuschlags ab 2020 notwendig und geboten ist. Auch das gehört zu einer sinnvollen Steuerentlastung. Und dazu gehört genauso die Erbschaftssteuer. Also an der CSU ist es nicht gelegen, das will ich schon mal deutlich machen. Das ist vorhin ja so ein bisschen durchgeklungen. Wir haben im Deutschen Bundestag gemeinsam einen Gesetzentwurf verabschiedet. Das Gesetz ist im Bundestag verabschiedet worden mit den Stimmen der Großen Koalition und im Bundesrat ist es dann nicht angenommen worden. Und jetzt wir haben sehr wohl die Verfassungsvorgaben mit beachtet. Und meine Damen und Herren, das ist nicht ein Peanut, sondern das ist eine ganz wesentliche Angelegenheit. Denn unsere gute wirtschaftliche Entwicklung hängt zusammen mit der Struktur unserer Unternehmen.
wenn wir nicht so gut funktionierende große und kleine Familienunternehmen bei uns hätten, würde die Arbeitsmarktsituation ganz anders aussehen, als sie aussieht. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung haben wir aber noch eine zweite Antwort zu geben, nämlich die Antwort, wie gewährleisten wir die Sicherheit unserer Bürger. Die Anschläge in Deutschland, aber auch in einigen europäischen Städten haben uns ja deutlich gemacht, dass die Terrorgefahr nicht gebannt ist. Und die Menschen erwarten zu Recht von uns, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Anschläge zu verhindern. Und deshalb möchte ich auch zunächst einmal allen, die in den Sicherheitsbehörden und Kräften bei uns arbeiten, großen Dank und hohe Anerkennung aussprechen für deren Arbeit, für uns und unsere Sicherheit. Was ist zu tun? Wir haben die Grundlagen dafür gelegt, nicht erst in diesem Haushalt schon, sondern schon auch in den vergangenen Jahren immer wieder sukzessive die Personalausstattung der Bundessicherheitsbehörden zu verbessern und tun dies mit diesem Haushalt noch einmal zusätzlich. Und es ist schon schön zu erfahren, dass mittlerweile sich auch diejenigen, die bisher sich um die Polizisten und um die Polizeistellen in den Ländern beispielsweise nicht nur nicht gekümmert haben, sondern diese auch noch abgebaut haben, jetzt auf einmal ihre Liebe zur Polizei entdecken. Es ist ja gut, es ist erfreulich, hoffentlich hält es und hoffentlich trägt es auch Früchte dort, wo sie in der Verantwortung sind, nämlich in den entsprechenden Ländern. Neben der Personalausstattung geht es aber auch um eine adäquate Sachausstattung. Es geht auch um entsprechende Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Vielleicht müssen wir da bei der einen oder anderen Stelle, beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung, auch noch mal überlegen, ob das, was gemacht wurde, das ich nicht schmälern möchte, ob das ausreicht oder ob wir da noch Nachbesserungsbedarf haben. Und, meine Damen und Herren, es geht auch um eine bessere Vernetzung der Behörden zwischen Bund und Ländern und im europäischen Bereich. Wir haben nicht einen Mangel an Daten, aber wir haben zu wenig Verknüpfung dieser Daten. Und wenn wir schon die Daten haben, dann müssen auch alle Sicherheitsbehörden in der Lage sein, mit diesen Daten auch zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch eine der größten Herausforderungen in diesen Jahren zu bewältigen, nämlich die Flüchtlingsströme. Es ist ja mehrfach von Ihnen angesprochen worden. Ich glaube, im vergangenen Jahr ist uns allen deutlich geworden, dass die Aufnahmekraft und die Integrationskraft unseres Landes Grenzen hat. Für uns in der CSU war von Anfang an klar und ist auch heute noch klar, der Dreiklang gilt: erstens Humanität, zweitens Begrenzung, drittens Integration. Gleichwertig. Was die Humanität betrifft, haben wir gerade in Bayern, meine Damen und Herren, gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Es war ein großartiges Beispiel von ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement der Menschen. Wir sind in den anderen Aufgaben nicht nur weit gekommen, sondern wir haben sehr viel, und zwar gemeinsam, erreicht. Die Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Rückführungen, der freiwilligen und der staatlichen Rückführungen, sind gestiegen. Fehlanreize wurden reduziert. Das BAMF wurde deutlich besser ausgestattet. Wir haben eine vollständige Registrierung mittlerweile. Der Flüchtlingsausweis ist eingeführt und vieles andere mehr. Und nicht zu vergessen, die Kommunen und die Länder haben auch hier eine deutliche finanzielle Unterstützung erhalten, wozu ich auch stehe, aber das sollte man auch nicht verschweigen.
Wir haben deutlich gemacht, es ist unsere gemeinsame Aufgabe aller politischen Ebenen, damit zurechtzukommen. Und dann haben wir ein Integrationsgesetz verabschiedet. Und zu diesem Integrationsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört nicht nur Geld, gehört nicht nur Kurse und gehören auch nicht nur Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt, sondern da müssen wir uns auch mit so manchen Sorgen der Menschen auseinandersetzen, wie schaffen wir diese Integration in die Gesellschaft. Ich unterstreiche alles, was Volker Kauder zu diesem Thema vorhin gesagt hat, auch mit dem Zitat von Cem Özdemir, denn das macht deutlich, dass wir hier einen ganz wichtigen Teil unserer Gesellschaftspolitik auch mit vor uns haben, der nicht mit einem Federstrich alleine zu erledigen ist. Ich will das aber an einem Beispiel deutlich machen. Was bedeutet, in unsere Gesellschaft sich zu integrieren? Und zwar am Beispiel der Vollverschleierung. Ich weiß sehr wohl, dass dieses kein Massenphänomen ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, täuschen wir uns nicht, für die Bevölkerung ist es ein ernsthaftes Problem. Auf die Frage, wie sie sich da verhalten, sagen 80% der Menschen in Deutschland, wir wollen eine Vollverschleierung. Da kann man nicht einfach sagen, es interessiert uns nicht. Keine. Wir wollen sie nicht. Natürlich. 80%. Da kann man doch nicht einfach sagen, das ignoriere ich. Sondern da muss man sich auch über die Gründe Gedanken machen. Und die Gründe sind, das passt nicht in unsere freie Gesellschaft, wenn man sich nicht in das Gesicht sehen kann. Es widerspricht der Gleichberechtigung der Frau. Es passt nicht zur Integration, sondern im Gegenteil, es ist ein Integrationshindernis. Das muss man doch sagen dürfen und auch entsprechende Vorschläge machen dürfen. Und diese Vorschläge haben die Innenminister der Union gemacht. Im begrenzten Rahmen, im öffentlichen Bereich, im schulischen Bereich, im Hochschulbereich und dergleichen, auch vor Gerichten, hier eine Initiative zu starten. Ich glaube, wir sollten dies ohne Scham vor Mund, aber in Respekt vor den Sorgen der Menschen und auch mit dem Ziel einer wirklichen Integrationsbemühung tatsächlich auch erreichen. Meine Damen und Herren, aber nicht dieses Thema allein ist es, das uns beschäftigen darf, sondern neben den ökonomischen Fragen, neben den Sicherheitsfragen, neben dieser großen Aufgabe Flüchtlingsbewältigung geht es auch darum, die soziale Balance in unserem Land zu halten. Da haben wir eine ganze Menge auch an Entscheidungen in dieser Legislaturperiode schon getroffen, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, in der Integration am Arbeitsmarkt. Wir sind jetzt dabei, im Bereich der Altersversorgung, im Bereich des Bundesteilhabegesetzes, also der Bedingungen für die Menschen mit Behinderungen, das Notwendige zu tun. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, wie ich meine. Und da werden wir auch in diesen nächsten Wochen und Monaten zu konkreten Ergebnissen in der Koalition kommen. Das alles prägt diesen Haushalt 2017. Es ist ein Haushalt gezeichnet von Stabilität und Sicherheit, von Solidität, von Solidarität und auch ein Haushalt, der geprägt ist von Verlässlichkeit über die ganze Legislaturperiode hinweg. Er ist eine ausgezeichnete Grundlage zur Bewältigung der Herausforderungen, die wir aktuell haben. Gerda Hasselfeld war das, CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es jetzt in der Debatte mit Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion. Sie ist Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind hier in der Debatte der Bundeskanzlerin. Und auch wenn sie jetzt möglicherweise gerade gegangen ist, will ich doch damit anfangen, was sie heute Morgen in ihrer Rede als Frage an uns alle gestellt hat, nämlich, welches Land wollen wir sein?
Und diese Frage, die Sie auch mit Blick auf vergangene Landtagswahlen und Ergebnisse, die uns alle beunruhigen und die alle vier hier im Bundestag vertretenen Parteien ja mit Verlusten bedacht haben. Dazu möchte ich gerne sagen, Sie haben gesagt, Frau Bundeskanzlerin, wir müssen an dem Vertrauen arbeiten, das müssen wir zurückgewinnen, und dazu brauchen wir Ehrlichkeit, und das stimmt. Wir brauchen gerade Linien, und darum möchte ich mit einem Zitat der Kanzlerin vom Juni 2009 auf dem Deutschen Seniorentag beginnen. Da hat sie nämlich gesagt, ich stehe dazu, dass wir eine Rentenangleichung von Ost und West brauchen. Ich würde, wenn Sie mich nach dem Zeitraum fragen, sagen, dass das Thema in den ersten beiden Jahren der nächsten Legislaturperiode erledigt sein wird. Das wäre übrigens 2011 gewesen. Und im Koalitionsvertrag von CDU und FDP 2009 steht, das gesetzliche Rentensystem hat sich auch in den neuen Ländern bewährt. Wir führen in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und West ein. Und wenn wir jetzt über verloren gegangenes Vertrauen sprechen und darum, dass wir Zeichen setzen wollen, dann möchte ich daran erinnern, dass wir in unserem Koalitionsvertrag uns auch gegenseitig in die Hand versprochen haben, nach 30 Jahren nach der deutschen Einheit, dass wir dann fertig sein wollen in einem Stufensystem mit der Angleichung der Renten Ost und West. Und ich finde, Frau Merkel, dieses Wort müssen wir halten. Und Sie haben an dem Beifall hier im ganzen Haus von der SPD und der CDU/CSU gemerkt, dass als die Bundeskanzlerin und später auch Thomas Oppermann Dietmar Bartsch widersprochen haben, an der Stelle, wie es mit der Höherbewertung ist, dass die dann selbstverständlich entfallen muss. Da haben Sie gemerkt, in der Sache, wie wir das eigentlich gestalten wollen, sind wir uns ja in dieser Großen Koalition einig. Es geht aber um einen einzigen Punkt, und darum gehört ja in diese Debatte, es geht um die Finanzierung. Und zu diesem Thema, wir reden nach dem Konzept von Andrea Nahles, zu dem sie ja beauftragt worden ist vom Koalitionsvertrag, für 2018 um 1,8 Milliarden und ab 2020 um 3,9 Milliarden pro Jahr. Dazu hat Andrea Nahles aus meiner Sicht und aus Sicht der SPD natürlich vollkommen zu Recht gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wir sind ja über alles gesprächsbereit, über Tempo und so weiter dieser Reform. Aber an einer Stelle sind wir, eine Sache ist nicht verhandelbar, und das ist die Frage der Finanzierung. Und wenn dann die Sprecherin von Herrn Schäuble am 28. Juli der Welt, also der Zeitschrift Die Welt, erklärt, daher ist die Gegenfinanzierung unmittelbar, vollständig und dauerhaft bei der gesetzlichen Rentenversicherung sicherzustellen, dann ist das, sorry, eine Unverschämtheit. Weil es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie gehört nicht in die Rentenkasse. Und die Wahrheit ist doch, und daran möchte ich an dieser Stelle noch mal erinnern, dass wir die deutsche Einheit insgesamt in Deutschland, also wir konkret waren es eigentlich nicht, wir haben es auch immer falsch gefunden, aber diese deutsche Einheit ist in den 90er Jahren durch Weichenstellung ganz maßgeblich zulasten der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland und gerade auch zulasten der Rentenversicherung finanziert worden. Und darum ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass jetzt der letzte Schritt der Anpassung aus den Steuermitteln finanziert wird. Und die Stellungnahme aus dem Finanzministerium macht natürlich deutlich, und es ist auch von ein paar Rednern gestern schon angeklungen, nach dem Motto, wir blicken besorgt auf die Sozialquote und. Damit war das ja indirekt, denke ich, ein Stück weit gemeint. Dann muss ich schon sagen, dass die Frage nicht ist, technokratisch, können wir uns das leisten, also auch Steuermittel, sondern die Frage muss sein, wollen wir uns das leisten. Und das hat dann auch etwas mit der Frage von Frau Merkel heute Morgen zu tun. Es ist nämlich eine wertebezogene Frage, und wir müssen darauf eine wertebezogene Antwort geben, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und wo wollen wir hin. Also, ich appelliere ganz dringend daran, dass die Große Koalition, Sie haben das hier gehört, wir wollen das eigentlich alle gemeinsam machen. Wir haben noch ein Jahr Zeit,
Und lassen Sie uns diese Zeit nutzen, um das gemeinsam hinzukriegen und damit auch ein Stück Vertrauen bei den Menschen in den ostdeutschen Ländern zurückgewinnen. Und damit hier das, was ich gesagt habe zur Finanzierung und dieser hohe Beitrag, den wir aus Steuermitteln Jahr für Jahr für die Rentnerinnen und Rentner ausgeben. Herr Schäuble hat es gestern erwähnt, er hat gesagt, ein Drittel jedes Euros, der an Renten ausbezahlt wird, stammt aus Steuermitteln. Ich habe mich gefragt, was will er mir damit sagen? Weil in Wahrheit ist es so, das war vor 10 Jahren auch schon so. Und dieser Aufwuchs der Steuerfinanzierung, der hat etwas zu tun mit der Finanzierung der deutschen Einheit. Und darum kann ich nicht umhin kommen, hier ein paar Zahlen zu nennen, nicht so vieles. 1991 war dieser Steuerzuschuss 30 Milliarden Euro groß. 1998 war dieser Steuerzuschuss 51,4 Milliarden groß. Das sind 21,4 Milliarden Euro mehr pro Jahr, wohlgemerkt, innerhalb von 7 Jahren. Und ich muss nicht weiter erklären, warum das so gekommen ist. Und dass dieser Steuerzuschuss dann in 20 Jahren, also von 1991 bis 2011, um 50 Milliarden angestiegen ist, das zeigt, dass an dieser Stelle wir eben nicht in den 90er Jahren offen und ehrlich in Deutschland die Debatte geführt haben, müssen wir nicht Steuern erhöhen, zum Beispiel, um die deutsche Einheit als Generationenwerk zu vollenden, sondern das wurde auf diese Art und Weise gemacht. Und jetzt ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle auch den letzten Schritt tun. Und Frau Merkel hat ja dazu am 26. Februar 2016 gesagt, was zusätzliche Leistungen für die einheimische Bevölkerung betrifft, haben wir eine Vielzahl von Projekten, die wir noch gar nicht umgesetzt haben. Als Beispiele nannte sie die geplante schrittweise Erhöhung der Ostrenten auf Bestniveau und die Eingliederungshilfe für Behinderte. Super. Nehmen wir Sie beim Wort, Frau Merkel. Diese beiden wichtigen Punkte wollen wir unter anderem noch mit vielen anderen Vorhaben noch gemeinsam in dieser Legislatur umsetzen. Und weil hier ja auch oft auch in den Medien davon die Rede ist, ob es jetzt nach diesem Landtagswahl nicht irgendwelche Kurswechsel geben müsste und so, gut, mit Blick nach Bayern, könnte ich mir vorstellen, da wäre ein Kurswechsel vielleicht mal angebracht. Aber ansonsten keine hektischen Bemühungen, nein. Das, was wir in dieser Großen Koalition und gerade wir Sozialdemokraten eben nicht plötzlich hektisch, sondern mit einer klaren, langen Linie entwickeln, das ist, dass wir schon lange sagen, die Leute, die Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, sie zu registrieren, all diese Dinge zu machen, das ist die eine Seite der Medaille. Sie zu integrieren ist die andere, ist die wichtige und ist die viel langfristigere Aufgabe. Und das ist uns übrigens nicht gerade heute eingefallen, sondern unsere 5 Ministerinnen, Andrea Nahles, Manuela Schwesig, Aydan Özus, Malu Dreyer und Barbara Hendricks haben schon im Dezember 2015 das SPD-Integrationskonzept vorgestellt, das wir seitdem nicht nur anmahnen, sondern auch in dieser Regierung als Koalitionspartner umsetzen wollen. Dazu hat Sigmar Gabriel im März in einer nicht komplett konfliktfreien Gesprächsatmosphäre, so hört man, am 18. März konnte er aber nach langen Verhandlungen mit dem Hause Schäuble verkünden, dass wir den Solidarpakt miteinander in der Großen Koalition umsetzen, der Milliarden 5 genau genommen für aktive Arbeitsmarktpolitik, für Wohnungsbau und Städtebau, für Kita-Ausbau, Sprachkitas, Initiativen gegen Rechts, Sprachförderung, Integrationskurse und all diese Dinge, Bundesteilhabegesetz, Solidarrente kommen noch hinzu, dafür die Mittel bereitstellt, um sicherzustellen, dass eben wir auch die Menschen in Deutschland ganz deutlich spüren, dass wir sie nicht vergessen und dass wir sie ernst nehmen und dass wir die Dinge auch noch in dieser Legislatur umsetzen wollen. Ein letztes Wort zum Stichwort innere Sicherheit. Das spielt hier ja zu Recht auch eine große und wichtige Rolle. Und wir sind gemeinsam froh, dass wir schon mit den Beschlüssen der Haushälter im letzten Jahr 3.000 neue Bundespolizistenstellen geschaffen haben,
von denen natürlich erst 1000 da sind, das ist klar, die werden über 3 Jahre ausgebildet und viele andere Stellen auch. Aber Ole Schröder, da Herr de Maizière ja nicht da ist, Bundespolizisten, sagt hier jeder, die muss man nicht nur haben, die muss man auch gut ausstatten. Und darum passt es überhaupt nicht dazu, dass die 165 Millionen für 3 Schiffe, die wir für Nord- und Ostsee anschaffen wollten, verschwunden sind. Wir sind uns einig mit den Kollegen im Haushaltsausschuss, dass wir das natürlich reparieren werden. Aber Vertrauen gegenüber der Bundespolizei wäre leichter zu erreichen gewesen, wenn sie gar nicht erst mit dem Regierungsentwurf verschwunden wären. Vielen Dank. Soweit Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist Dennis Rohde, SPD. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch in dieser Debatte wieder gemerkt, dass die Aussprache zum Haushalt des Bundeskanzleramtes mehr ist als eine Debatte über Tagespolitik. Es geht um mehr als über Einnahmen und Ausgaben. Es geht im Endeffekt um eine allgemeine gesellschaftspolitische Debatte. Jetzt haben wir vorhin schon gelernt, wann Herr Kauder geboren wurde. Wir haben gelernt, wann Herr Bartsch geboren wurde. Ich oute mich selbst als 1986 geboren. Und ein Ergebnis der Gnade der späten Geburt ist es sicherlich, dass man viele vergangenen Epochen aus eigenem Erleben nicht mitbekommen hat. Ich kenne die Zeiten der nationalen Egoismen in Europa nur aus Erzählungen. Ich kenne die Zeiten des Kalten Krieges, die Zeit der andauernden Bedrohung in Europa nicht aus eigenem Erleben. Die Jahre des Entbehrens nach dem Krieg, in dem man froh war, wenn man genug zu essen hatte, kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Großeltern. Krieg, Nationalismus, Armut, Entbehrung kenne ich nicht aus eigenem Erleben. Und ich kann heute ausdrücklich auch im Jahr 2016 sagen, dass ich froh bin, all das nicht erlebt haben zu müssen. Und ich bin denjenigen dankbar, die Deutschland und Europa zu einer Region gemacht haben, wo wir in Frieden leben können. Mein Großvater war ein einfacher Bahnarbeiter. Er hatte dieses Glück nicht. Er musste die Leiden des Krieges durchleben und in der Nachkriegszeit dieses Land wieder mit aufbauen. Er war es, der mich politisiert hat und der wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass ich hier heute stehe. Mein Opa hat, wie Millionen andere, dieses Land wieder mit aufgebaut. Aufgebaut, indem man eben nicht nur an sich selbst und an seinen eigenen Vorteil gedacht hat, sondern an die Allgemeinheit. Ohne Solidarität, ohne dass man einander geholfen hat, so hätte er immer gesagt, hätte man dieses Land nicht binnen kürzester Zeit aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wieder aufbauen können. Ich bin der festen Überzeugung, nur weil die Generation meiner Großeltern sich trotz aller Entbehrung gegen nationale Egoismen gestellt hat, nur weil sie solidarisch füreinander eingestanden hat, kann ich und können wir heute in Frieden in Deutschland leben. Und ich sage, die Leistungen der vorherigen Generation, sie sollten uns alle Mahnung für das Hier und Jetzt sein. Denn ich schäme mich, so wie sich vermutlich auch mein Großvater schämen würde, dass nationale Rechtspopulisten in diesem Land wieder Erfolge haben. Populisten, getarnt als bürgerliche Wertebeschützer, die doch in Wirklichkeit die Schwachen gegen die noch Schwächeren ausspielen. Dabei sollte uns doch allen bewusst sein, Nationalismus, der Rückzug in die vermeintlich heile, abgeschottete Welt, er war noch nie die richtige Antwort. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte der letzten 200 Jahre, bei dem blinder Nationalismus dem Menschen und dem Frieden Gutes getan hätte. Kein einziges Beispiel. Und ich schaue mit Sorge auf diesen Versuch, unsere Gesellschaft zu spalten. Zwietracht zu sehen und das dann auch noch Mut zu nennen, finde ich sogar an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Und es tut mir leid um diejenigen, deren Ängste und Zweifel missbraucht werden, deren Ängste und Zweifel geschürt und instrumentalisiert werden. Anstatt ihnen Mut zu machen, anstatt ihnen Perspektiven zu eröffnen, sollen sie mitgenommen werden auf die eine Seite der Gesellschaft, die dann gegen die andere Seite der Gesellschaft ausgespielt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem man wieder nach seinem Aussehen oder seiner Herkunft bewertet wird. Ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem die religiöse Orientierung, die Sprache, die Homosexualität oder der soziale Status Grundlage für Stigmatisierung sind.
Ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem das Gegeneinander wieder vor dem Miteinander kommt. Und deshalb ist die Generaldebatte zum Haushalt auch der richtige Ort, zu sagen, lassen Sie uns alle gemeinsam für ein tolerantes und weltoffenes, für ein friedliches und solidarisches Deutschland streiten. Ich möchte, wie wir alle, das friedliche Miteinander in unserem Land auch weiterhin sicherstellen. Und neben den ganzen Debatten über Burkas und doppelte Staatsbürgerschaft glaube ich, dass es bei Frieden zuvorderst auch um sozialen Frieden geht. Denn auch und gerade soziale Spaltung kann zur Gefahr für unsere innere Sicherheit werden. Denn Spaltung bedeutet nichts anderes als Ausgrenzung. Und Ausgrenzung führt letztlich zum Verlust von Freiheit für uns allen. Was eine gespaltene Gesellschaft bedeutet, durfte ich erst vor kurzem wieder von einer Austauschschülerin lernen. Luise ist 17 Jahre alt und sie kommt aus Brasilien. Brasilien, das Land, was uns alle noch vor Augen ist für die teils kontroversen, teils aber auch sehr imposanten Olympischen Spiele, das uns noch vor Augen ist von der Fußball-Weltmeisterschaft. Brasilien ist aber zuvor das ein Land ganz tiefer sozialer Gräben. Und die sich daraus resultierende Sprengkraft schlägt sich im tagtäglichen Leben nieder und sie nimmt allen Menschen die Freiheit. In vielen Städten Brasiliens kann man nicht einfach über die Straße spazieren oder mit dem Fahrrad fahren. Diese für uns selbstverständliche Freiheit war für Luise am Anfang etwas ganz Besonderes. Und es ist daher auch sehr klug von den Müttern und Vätern unserer Verfassung gewesen, dass der Kampf gegen Armut als Wesensmerkmal des Sozialstaates Verfassungsrang hat. Und daher sage ich auch mit Blick auf die kommenden Haushaltsverhandlungen, wir brauchen einen starken Staat. Wir sollten jetzt nicht in wahltaktische Steuersenkungsdebatten mit der Gießkanne uns in wahltaktische Steuersenkungsdebatten nach dem Gießkannenprinzip verzetteln. Wir sollten nicht auf kurzfristige Versprechen reinfallen, deren Zeche die Gesellschaft am Ende zu zahlen hätte. Vertrauen gewinnt man nicht durch Steuergeschenke, von denen ein Gros der Menschen nicht mal was hat, weil sie entweder keine Einkommensteuer zahlen oder weil sie so wenig Einkommensteuer zahlen, dass die Steuersenkung bei ihnen am Ende im Portemonnaie auch nicht auffällt. Ja, wir haben in den letzten Jahren Spielräume im Bundeshaushalt geschaffen, finanzielle Spielräume. Erarbeitet haben sie aber die Menschen in unserem Land, und zwar die, die aufrichtig und ehrlich ihre Steuern und Abgaben zahlen. Und genau die sind es, die nun auch von diesen Spielräumen profitieren sollten. Wir müssen die Spielräume zur Gestaltung nutzen, um in unsere Gesellschaft und damit in den Zusammenhalt zu investieren. Ich finde, wir müssen investieren in Schulen und in Universitäten, damit junge Leute die beste Bildung bekommen und damit höhere Bildung keine Charaktereigenschaft einer Elite wird. Ich finde, wir müssen investieren in Mütter und Väter, damit sie für ihr Kind trotz der Herausforderung des Berufs und des Alltags als Eltern da sein können. Das Elterngeld Plus war da ein richtiger Schritt in die richtige Richtung von Manuela Schwesig. Ich finde, wir müssen investieren ganz ausdrücklich in neue unbezahlbare Wohnungen, in die Verstetigung des sozialen Wohnungsbaus. Und mir ist ganz egal, wer dafür eigentlich verfassungsrechtlich zuständig ist. Ich finde, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, weil es kann nicht sein, dass insbesondere junge Menschen und Menschen mit kleinem Einkommen keinen Platz mehr in unseren Städten finden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen diejenigen im Auge behalten, die Qualifizierungsmaßnahmen brauchen, um überhaupt wieder auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. Und wir werden natürlich investieren in Polizei und Sicherheit, damit sich jeder hierzulande überall und zu jeder Zeit frei und sicher fühlen kann. Deshalb fordern wir auch einen massiven Stellenaufwuchs bei der Polizei und halten uns bei der Debatte um Hilfs-Sheriffs und einem Einsatz der Bundeswehr im Innern mal ganz gepflegt raus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sollten, wenn wir Menschen wirklich finanziell entlasten wollen, genau das tun, was Johannes Kahrs und Thomas Oppermann vorhin gesagt haben. Nicht die Gießkanne über die Einkommensteuer nehmen, sondern gezielt bei kleinen Einkommen einsetzen, gezielt bei den Sozialabgaben einsetzen. Denn das sind die wirklichen Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und wir müssen in unsere Gesellschaft investieren. Wir müssen in unsere Gesellschaft investieren. Das ist der Gegenentwurf zu einfachen Forderungen nach Steuersenkungen, die nur die Besserverdienenden übervorteilen. Und das ist auch der Gegenentwurf zu all denen, die den Mindestlohn aushöhlen wollen. Das ist der Gegenentwurf zu all denen, die Renten kürzen wollen, die die Lebensarbeitszeit am liebsten bis in die Ewigkeit verlängern und für ein unfaires Steuersystem plädieren, bei dem die ohnehin wenig haben, noch weniger in der Tasche haben werden. In unserer sozialen Marktwirtschaft muss immer ein Grundsatz gelten. Starke müssen den Schwachen helfen.
Und Schwächere müssen sich anstrengen und unterstützt von uns allen versuchen, wieder stärker zu werden. Deshalb noch einmal mein Appell. Wenn wir Menschen entlasten wollen, dann diejenigen, die die Entlastung dringend bräuchten und nicht diejenigen, denen man gerne ein Geschenk machen möchte. Ich möchte weiterhin in einem Deutschland der Gemeinsamkeit leben. Ich möchte, dass unsere gemeinsame Prämisse der Erhalt des sozialen Friedens ist. Sozialer Frieden, er kommt aber nicht von selbst und er muss politisch begleitet und verteidigt werden. Gemeinsamkeit vor Egoismus, Toleranz vor Ausgrenzung, Miteinander statt gegeneinander. Die Aufgabe, dies im Dialog mit den hier lebenden Menschen sicherzustellen, ihre Ängste ernst zu nehmen, Zweifel zu beseitigen und alle mitzunehmen, die das wollen. Diese Aufgabe müssen wir uns als Politik mehr denn je zuvor stellen. Vielen Dank. Dennis Rohde war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Staatsministerin Monika Grütters, die verantwortlich ist für Kultur und Medien und die, da es ja im Bund kein Kulturministerium gibt, im Bundeskanzleramt angesiedelt wird. Insofern also eine kultur- und kulturpolitische Debatte hier bei der Aussprache um den Etat des Bundeskanzleramtes. Monika Grütters. Kolleginnen und Kollegen, jetzt zum Bereich Kultur, der ja auch zum Kanzleramt gehört. Also in Zeiten, in denen die Kunst der Diplomatie angesichts weltweiter Krisen und Konflikte zuweilen an ihre Grenzen stößt, ist mehr denn je, davon sind wir überzeugt, die Diplomatie der Kunst und Kultur gefragt. Der Aufwuchs von 74 Millionen Euro im Kulturetat im Vergleich zum Regierungsentwurf des Vorjahres ist deshalb innen, aber ehrlich auch außenpolitisch ein wichtiges Signal. Denn ich bin überzeugt, gerade in Zeiten, in denen harte Interessenkonflikte politische Beziehungen auf große Bewährungsproben stellen, ist es nicht zuletzt, sondern gerade die Kultur, die Brücken baut. Wo Diplomaten, frei nach Winston Churchill, zweimal nachbedenken, bevor sie nichts sagen, ist die Kunst, diesmal frei nach Johann Wolfgang von Goethe, gerade die Vermittlerin des Unaussprechlichen. Ein Weltkulturmuseum, das die Verständigung zwischen den Kulturen über ganz zentrale Themen des Menschseins fördert, entsteht aktuell, Sie wissen das, in der Mitte, in der historischen Mitte unserer Hauptstadt, in Berlin. Also dort, wo exakt heute, auf den Tag genau, vor 66 Jahren, am 7. September 1950, die Sprengung des Berliner Schlosses begann. Wir bauen es jetzt wieder auf und machen es im Zentrum zu einem Ort, an dem wir uns über die zentralen Themen der Menschheit verständigen wollen. Mit 14,3 Millionen Euro, die im Haushaltsentwurf 2017 eben für das Humboldt-Forum vorgesehen sind, ist es das größte und auch, glaube ich, politisch bedeutsamste Projekt und Kulturvorhaben Deutschlands. Knapp 11 Millionen Euro sind das mehr als im Vorjahr, um eben die Bespielung vorzubereiten. Und die Gründungsintendanz unter Neil MacGregor, einem ganz großen Europäer, arbeitet seit Anfang des Jahres und mit Hochdruck an einem, wie ich finde, sehr überzeugenden Konzept, das Anfang November vorgestellt wird. Auch die Unterstützung der Barenboim-Said-Akademie für junge Musikerinnen und Musiker aus dem Nahen Osten, die im kommenden Jahr mit 5,5 Millionen Euro aus meinem Etat dauerhaft unterstützt wird, ist nicht einfach nur ein Stück Kulturförderung wie andere auch. Sie darf durchaus auch als ein Beitrag der Bundesregierung zum Friedensprozess im Nahen Osten verstanden werden. Wir vertrauen dabei auf die Sprache der Orchestermusik, also auf eine Sprache, die mehr als jede andere des Zuhörens und Einfühlens bedarf und die als einzige Sprache im Übrigen über den Verdacht einseitiger Parteinahme erhaben ist. Auf die Kraft des unabhängigen Journalismus. Im Übrigen müssen wir gerade dort bauen, wo politische Krisen mit Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit einhergehen. Wir können das täglich erleben. Die Deutsche Welle, deren Finanzierung den größten Teil meines Etats beansprucht, ist gerade in Krisenregionen und autoritär regierten Staaten für viele Menschen die einzige oder letzte Verbindung in die freie Welt. Umso irritierender und auch bedauerlicher ist es, dass die chinesische Regierung vor einigen Tagen die Akkreditierung der Deutschen Welle für den G20-Gipfel in Huangzhou verweigert hat.
Ein Land, das die freie Berichterstattung in dieser Weise einschränkt, unterstreicht allerdings genau damit, wie wichtig die Deutsche Welle als Botschafterin unseres demokratischen Rechtsstaats ist. Und auch die Beschlagnahme des Materials nach einem fertiggestellten Fernsehinterview mit einem Minister, wie gestern in der Türkei, entspricht in keiner Weise unserer Vorstellung von Pressefreiheit. Das ist in hohem Maße besorgniserregend. Deshalb ist es richtig, dass wir die Deutsche Welle stetig in ihrem Etat und damit auch in ihrer Arbeit unterstützen. Für die Programme, nur allein für die Programme der Deutschen Welle, stellen wir 2017 zusätzlich 7,5 Millionen Euro bereit. Sie dienen ganz besonders der Berichterstattung zur Situation, ich komme zu den nächsten problematischen Ländern, in Russland und der Ukraine, aber auch der Fortsetzung der Programme für Flüchtlinge und für Menschen in den Herkunftsländern der Fluchtbewegung. Die Deutsche Welle tritt mit ihren objektiven Angeboten den vielerorts kursierenden Gerüchten entgegen, die Schlepper systematisch verbreiten, um Menschen mit falschen Hoffnungen und Erwartungen nach Europa und auch nach Deutschland zu locken. Gleichzeitig erklärt und vermittelt sie den Schutzsuchenden, die schon hier sind, auch unsere Werte, deren Beachtung wir erwarten. Und diese unterstützt mit Online-Sprachangeboten und Kursen die Integration. Kultur ist in vielerlei Hinsicht unser stärkster Integrationsmotor. Ich bin überzeugt, Kultur öffnet Welten. Fremde Lebenswelten zugänglich machen, individuelle Gesichter, persönliche Geschichten zeigen, damit ein abstraktes Thema Gestalt annimmt und damit dann auch ein sehr breites Publikum zu erreichen, das kann vor allem der Film. Ich freue mich deshalb, dass auch 2017 neben der Förderung durch den DFFF zusätzlich 15 Millionen Euro für die kulturelle Filmförderung, also für künstlerisch herausragende, mutige und innovative Projekte zur Verfügung stehen. Ja, Kulturpolitik kann man durchaus, das sagt auch das Auswärtige Amt in einer sehr schönen Formulierung, immer als Fortsetzung der Außenpolitik mit anderen Mitteln verstehen, meine Damen und Herren. Selbst die auf den ersten Blick rein selbstbezügliche Erinnerungskultur und Aufarbeitung unserer Vergangenheit wirkt nämlich weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Sie hat nicht zuletzt großen Anteil am mittlerweile wieder sehr hohen Ansehen Deutschlands in der Welt. Und in diesem Zusammenhang freut es mich, dass das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste sich schon so kurz nach der Gründung zu einer etablierten Größe auch in der Provenienzforschung, in der Aufarbeitung, in Fragen der Rückgabe entwickelt hat. Es erhält 2017 eine Million zusätzlich, insgesamt also über 5 Millionen Euro. Soweit zu den ausgewählten Zahlen aus dem Haushaltsentwurf 2017. Nicht weniger wichtig, allerdings weniger erfreulich, sind die Zahlen aus der von meinem Haus finanzierten Studie Frauen in Kultur und Medien, die ich kürzlich nicht nur finanziert, sondern auch vorgestellt habe. Ich werde noch in diesem Jahr zu einem runden Tisch Frauen in Kultur und Medien dazu einladen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass Frauen wie Männer die gleichen Chancen in Kultur und Medien haben. Ob am Sprech- oder Notenpult, ob an der Staffelei oder am Schreibtisch, ob vor oder hinter der Bühne oder der Kamera, ob in öffentlichen Kultureinrichtungen oder in Verbänden und natürlich auch in meinem eigenen Haus, wo die Frauenquote schon bei 53% liegt und auf den beiden obersten Führungsebenen mittlerweile bei exakt 50%. Im Filmbereich, um das noch kurz anzuhängen, konnte ich im Rahmen der FFG-Novelle zumindest dafür sorgen, dass der bisher geradezu blamabel geringe Frauenanteil in den Gremien der FFA und in den Kommissionen künftig deutlich erhöht wird. Hier geht es nicht nur, und das ist ja auch nicht wenig, um Gleichberechtigung. Es geht vor allem um den Verlust an künstlerischer und kultureller Vielfalt, wo Frauen weniger Chancen haben als Männer. Deshalb verbinde ich meine Bitte um Ihre Zustimmung zum Haushaltsentwurf 2017 mit dem Appell, suchen Sie gemeinsam mit mir und uns nach Wegen, wie wir die gleichstellungspolitische Bilanz in Kultur und Medien ebenso kontinuierlich verbessern können, wie wir den Kulturetat in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht haben. Vielen Dank.
Soweit die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Nach ihr jetzt Sigrid Hubach. Es geht weiter in der kulturpolitischen Debatte, denn sie ist die kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Wir freuen uns, dass es Ihnen, Frau Staatsministerin, erneut gelungen ist, mehr Geld für die Kultur im Haushaltsentwurf zu verankern. Über 5% mehr oder in absoluten Zahlen 74 Millionen, das ist eine beachtliche Summe. Eigentlich. Denn schaut man genauer hin, sieht man, dass die Kultur mit 1,35 Milliarden lediglich 0,4% des Gesamthaushaltes ausmacht. Oder mal anders gerechnet, allein das Plus von 2,3 Milliarden im Verteidigungsetat ist fast doppelt so hoch wie die gesamte Kulturförderung. Das ist für uns eine absolut verfehlte Prioritätensetzung. Grundsätzlich und erst recht angesichts der aktuellen Herausforderungen. Sie haben, wie von uns gefordert, die Mittel der Programme gegen Rechtsextremismus und zur Demokratieförderung verdoppelt. Wir halten es aber auch für notwendig, bedeutend mehr Geld in die Soziokultur und in die kulturelle Bildung zu investieren. Doch bei den Haushaltsposten, die die Kulturarbeit in die Breite und in ländlichen Räumen fördern, die die freie Szene stärken und die sich partizipativen, inklusiven und transkulturellen Ansätzen widmen, also die Kulturförderfonds oder die besonderen Einzelprojekte in den Bereichen Musik, Literatur, Tanz und Theater. Gerade bei diesen Haushaltstiteln sind die eingestellten Mittel nicht akzeptabel. Ich erwarte, dass hier in den Haushaltsberatungen noch entscheidende Fortschritte erreicht werden können. Wir wollen auch mehr Geld für die Kultur, ja. Aber uns geht es vor allem um eine andere Verteilung der Mittel. Mir stellt sich hier die Frage, warum Sie, Frau Staatsministerin, sich nicht grundsätzlich einmal an die Substanz wagen. Auch wenn Sie unserer Forderung nach einer grundlegenden anderen Kulturförderung, nach einer wirklichen Stärkung der Kommunen, damit sie ihren Aufgaben im kulturellen Bereich überhaupt erst gerecht werden können, nach Abschaffung des Kooperationsverbotes und nach Einführung einer Gemeinschaftsaufgabe Kultur nicht umsetzen wollen, hätten Sie doch wenigstens mal eine konzeptionelle neue Idee entwickeln können. So wären dann neue Akzente in der Art und Weise der Kulturförderung auch möglich. Mit 74 Millionen ließe sich einiges bewegen. Und noch viel mehr, wenn man die im Haushalt so sinnlos geblockten 12 Millionen für die Errichtung des Turms der Garnisonskirche in Potsdam hinzunehmen würde. Hier will ich drei Beispiele für eine sinnvolle Verwendung nennen. Erstens könnte man den Zugang zu den vom Bund geförderten Kultureinrichtungen erleichtern, indem man freien Eintritt zu den Dauerausstellungen gewährt, die Mindereinnahmen der Museen entsprechend kompensiert und auch noch Geld in die Stärkung der museumspädagogischen Arbeit investiert. Die Linke sieht daran einen guten Ansatz für eine generelle Bildungsoffensive, für kulturellen Austausch und für eine Stärkung der Museen mit ihren beeindruckenden Sammlungen. Man könnte zweitens endlich bei der Digitalisierung und Sicherung des vielfältigen kulturellen Erbes vorankommen, dafür eine gesamtstaatliche Strategie entwickeln und deren Umsetzung auch ausfinanzieren. Der Handlungsbedarf ist riesig, beim schriftlichen Kulturgut zum Beispiel oder bei der Rettung des Filmerbes. Im Bundesfilmarchiv, aber nicht nur dort, lagern tausende Filme, die vor dem endgültigen Verfall gerettet werden müssen. Sie müssen digitalisiert werden, sie müssen aber auch im Original erhalten werden. Und dazu brauchen wir auch die technischen Möglichkeiten, auch analoges Filmmaterial analog zu kopieren. Die Bundesregierung jedoch lässt es gegenwärtig zu, dass das bundeseigene Kopierwerk in Hoppegarten vor dem Aus steht und somit es bald keine Möglichkeit mehr bestehen wird, Filme im Original zu erhalten. Das ist eigentlich ein Skandal. Oder man könnte drittens für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen für Freiberuflerinnen und Freiberufler und für kurzfristig Beschäftigte im Kultur- und Medienbereich. Die aktuelle Studie von Art Bad Fair und der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, wie unschön die Arbeitsbedingungen bei den schönen Künsten häufig sind. Eine zentrale Ursache dafür ist die schlechte Honorierung und die damit verbundene mangelnde soziale Absicherung. Da freiberufliche Leistungen aber anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und kann man nicht so einfach die Mindestlohnregelung dort übertragen. Es muss aber doch selbstverständlich sein, dass auch Beschäftigte im Kultur- und Medienbereich angemessen vergütet werden. Zum Beispiel mit einem branchenspezifischen Mindesthonorar. Das ist wichtig, damit sie heute halbwegs ein auskömmliches Einkommen erhalten und morgen nicht in die Altersarmut fallen. Der Bund
könnte hier mit gutem Beispiel vorangehen und bei der Vergabe öffentlicher Gelder die Einhaltung der Honorarempfehlungen der Berufsverbände in den Förderkriterien und in den Zuwendungsbescheiden festschreiben. Der dadurch steigende Finanzbedarf muss dann natürlich auch in den Projektförderungen und Zuwendungen mit berücksichtigt werden. Die Haushaltsmittel sind dementsprechend aufzustocken. Mit diesen drei Beispielen habe ich gezeigt, dass man mit der Kulturförderung des Bundes auch grundsätzlich etwas ändern kann. Um die öffentlichen Museen mit ihrem Bildungsauftrag zu stärken, um das kulturelle Erbe zu erhalten und zu sichern und um Kultur- und Medienschaffende besser sozial abzusichern. Vorausgesetzt natürlich, man will. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Hilde Glatze für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon gesagt worden, knapp 1,4 Milliarden Euro stehen für 2017 im Einzelplan der BKM. Das ist eine Steigerung von 5,8% circa gegenüber dem Vorjahr. Und deswegen ein herzlicher Dank an Frau Grütters, dass ihr dies gelungen ist. Positiv ist, dass nach 3 Jahren GroKo viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag angegangen wurden. Aber an mehreren Stellen im Haushalt sehen wir, dass die Grundfinanzierung von einigen Institutionen noch verbessert werden kann. Notwendige Nachbesserungen müssen hier noch vorgenommen werden. Und ich bin sicher, dass uns das gelingt im Laufe der nächsten Wochen in den Verhandlungen, auch mithilfe der Haushälter. Ein Beispiel ist schon genannt worden. Es ist die Deutsche Welle, die aufgrund ihrer Bedeutung gerne noch gestärkt werden kann. Denn es ist ja in unserem besonderen Interesse, dass die Deutsche Welle neben den Auslandssendern wie Russia Today oder Al Jazeera in der Welt gehört wird. Und diesen Weg, denke ich, sollten wir konsequent fortsetzen. Aber auch bei der Finanzierung der Gedenkstätten gibt es Nachholbedarf. Der Bund fördert ja unter anderem im Rahmen seines Gedenkstättenkonzeptes. Und nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2015 ist die Förderung in diesem Bereich von 7,6 Millionen in 2016 auf knapp 6,2 Millionen für 2017 gesunken. Und das, obwohl dort gleichzeitig Sanierungsstau besteht, dringend benötigte Stellen wegen fehlender Haushaltsmittel nicht besetzt werden können. Wir brauchen aber gut ausgestattete Gedenkstätten, damit sie erstens der großen Besuchernachfrage gerecht werden können und damit sie vor allen Dingen ihren Auftrag erfüllen, nämlich ihren pädagogischen Auftrag. Unser heutiges Zusammenleben in der Bundesrepublik beruht doch ganz wesentlich darauf, dass wir unsere Geschichte aufgearbeitet haben und weiter aufarbeiten. Dass Menschen und ganz besonders junge Menschen, und wir haben ja heute auch junge Menschen hier zu Gast, dass die Gedenkstätten besuchen und sich hier über Ursache und Wirkung historischer Ereignisse bewusst werden, dass sie Erkenntnisse aus der Vergangenheit ziehen für ihre eigene Verantwortung in der Gegenwart, das wollen wir doch alle. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass die Gedenkstätten vernünftig ausgestattet sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade jetzt bedarf es auch der verstärkten Zusammenarbeit mit Osteuropa im Geiste europäischer Versöhnung und Demokratie. In vielen Regionen im östlichen Europa haben früher Deutsche gelebt oder leben heute noch deutsche Minderheiten. Der Bund fördert nach § 96 Bundesvertriebenengesetz Einrichtungen und Institutionen, die die Kultur und Geschichte dieser Regionen und ihrer Menschen erforschen und sichern. Ich nenne beispielhaft das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg, das Pommersche Landesmuseum in Greifswald oder die Martin-Opitz-Bibliothek in Herne. Für das Haushaltsjahr 2017 sind für diese Einrichtungen insgesamt 13,489 Millionen Euro an Fördermitteln vorgesehen. Das ist ein Plus von fast 1 Million Euro. Und bei der Arbeit dieser § 96 Einrichtungen geht es immer auch um die Verknüpfung deutscher Geschichte, deutscher Kultur mit der Kultur und Geschichte der Nachbarethnien in den ehemaligen Siedlungsgebieten. Und indem diese europäische Kooperation
mit wissenschaftlichen Einrichtungen und gesellschaftlichen Initiativen verstärkt wird, kann sich eine gemeinsame Erinnerungskultur entwickeln. Darin liegt die Chance, und deswegen ist dieser Teil der Kulturarbeit auch so wichtig, darin liegt die Chance, dass wir Europäer im Bewusstsein unserer gemeinsamen Vergangenheit die Zukunft Europas neu, partnerschaftlich, solidarisch und dauerhaft friedlich gestalten. Und vor diesem Hintergrund, dieser europäischen Perspektive, betrachten wir als SPD-Bundestagsfraktion auch die geplanten Haushaltszuwendungen an die § 96 Einrichtungen. Wir begrüßen es, dass die Mittel angehoben wurden. Für uns ist jedoch ganz entscheidend, der Aufwuchs der Mittel muss die Professionalisierung, muss die internationale Zusammenarbeit und muss der wissenschaftlichen Aufarbeitung unserer Geschichte im östlichen Europa zugutekommen, nicht einzelnen Interessenverbänden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Kultur ist keine Zierde für gute Zeiten, sondern eine unverzichtbare Basis für unsere Gesellschaft. Deswegen begrüßen wir die Mittelaufstockung im Kulturhaushalt. Sie ersetzen aber langfristig nicht eine konzeptionelle und verstetigte Kulturpolitik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Hiltrud Lotze war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das nächste Haushaltsjahr gibt es mehr Geld für die Kultur. Das klingt gut. Aber wie sagt man so schön, Geld allein macht nicht glücklich. Kulturpolitik ist nämlich mehr, Kollegin Lotze, als die direkte Förderung von Kultureinrichtungen, Kulturveranstaltungen, Kunstwerken oder vor allem Künstlerinnen. Kulturförderung ermöglicht der Kunst und der Kulturarbeit auch die Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Problemen und Herausforderungen. Und, das ist der wichtige Punkt, gerade in diesen Zeiten, Kulturförderung ist eben auch Demokratieförderung. Die Freiheit der Kunst ist niemals verhandelbar und ebenso ist die kulturelle Vielfalt elementar für eine lebendige Demokratie. Und dabei meine ich nicht allein die Debatten um die in der Kulturpolitik über TTIP und CETA. Ich denke auch daran, wie es um die kulturelle Vielfalt jenseits der Ballungsgebiete in Deutschland steht. Und da stellen wir jetzt wieder fest, dass 40% dieses Kulturhaushaltes allein nach Berlin fließt. Finden Sie das wirklich verhältnismäßig, Frau Staatsministerin? Berlin ist die Hauptstadt, ja, aber Berlin ist nicht der Nabel der Welt. Im Sinne einer Politik der Zukunftsinvestitionen und Lebensqualität müssen Sie Kultur in ländlichen Räumen dringend aufwerten und ernster nehmen. Was hier fehlt, ist eine Linie und eine Strategie. Und stattdessen verliert sich Ihre Förderung häufig im Klein-Klein. In Modellförderung hier, in Wettbewerb da. Das, Frau Staatsministerin, ist eben kein nachhaltiger Anreiz für die Kulturförderung. Im Kampf um ihren Erhalt brauchen Kulturschaffende, Kulturvereine und Verbände längerfristige Perspektiven. Und wir wissen alle, dass die Kulturfinanzierung vor Ort vielfach prekär ist. Und da vermisse ich tatsächlich den Willen bei Ihnen, einen ernsthaften Beitrag zur Lösung dieses Problems zu liefern. Und ebenso wie die Kollegin das eben getan hat, verweise ich hier auch darauf, dass Kooperationsverbot als ewige Rückfalloption in dieser Debatte, das ist zu wenig und das wissen Sie. Kulturprojekte schätzen sich glücklich, dass die Arbeit vor Ort vielfach von einem breiten Bündnis an ehrenamtlichem Engagement getragen wird. Aber es ist die Aufgabe der Politik, dieses bürgerschaftliche Engagement aller jenen, die sich mit den Mitteln von Kunst und Kultur für eine offene Gesellschaft einsetzen, in seiner Vielfalt und Unabhängigkeit zu stärken. Und klar ist auch, professionelle Strukturen ersetzen, das darf das Ehrenamt nicht. Gerade im Bereich der kulturellen Bildung und der interkulturellen Kulturarbeit sind die Potenziale auch hier im ländlichen Raum enorm. Und nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation brauchen wir hier dringend nachhaltige Infrastrukturen und endlich eine interkulturelle Öffnung der Kulturlandschaft. Kultur kann kurzfristig Willkommensräume bereitstellen, aber es muss darum gehen, langfristig gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen.
Kultur hat einen Eigenwert und jeder Mensch, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts oder Alters, muss die Möglichkeit haben, sich kulturell zu bilden. Was wir brauchen, ist eine klare Prioritätensetzung der Bundesregierung zugunsten der kulturellen Teilhabe und damit auch der kulturellen Vielfalt. Das wäre dringend geboten. Und zum Schluss noch einen Punkt, der nicht wirklich nachvollziehbar ist. Endlich liegt uns, Sie sagten das eben, Frau Staatsministerin, die aktuelle Studie zur Situation von Frauen in Kultur und Medien vor. Das hatten wir Grünen schon 2014 gefordert. Und jetzt liegen endlich die Fakten auf dem Tisch. Alle sind sich einig, hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, weil Frauen im Kulturbetrieb sowohl bei den Einkommen als auch strukturell immer noch stark benachteiligt sind. Und was machen Sie jetzt, Frau Grütters? Sie schlagen einen runden Tisch vor, Sie laden dazu in diesem Jahr ein, um zu diesen Ergebnissen und Lösungsvorschlägen der Studie erstmal weitere Ideen zu diskutieren und zu entwickeln. Ich frage Sie, warum setzen Sie nicht einen Teil der Vorschläge direkt um? Was hält Sie davon ab, konkrete Maßnahmen konzeptionell jetzt bereits anzugehen? Das klingt nicht ambitioniert und ich nenne es mal beim Namen, das ist ein Spiel auf Zeit und da erwarten die Frauen im Kulturbetrieb und da erwarten auch wir mehr von Ihnen. Vielen Dank. Die Rede von Ulle Schaufs war das Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Kulturpolitik ihrer Fraktion. Weiter geht es mit Rüdiger Krause für die CDU-CSU. Rüdiger Kruse, Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Schaufs, Frau Hoppach, nur weil die Sonne scheint, müssen Sie ja nicht so trübsinnig daherreden. Also wenn es denn jetzt so wäre, dass wir bei 17 das Jahr ist, weil 17 das Jahr ist, wo die Wahlen kommen, dass wir jetzt die Kultur entdecken. Dann könnten Sie ja darüber streiten und sagen, was ist denn das mit 5% mehr? Das haben wir im letzten Jahr gemacht, das haben wir im Jahr davor gemacht. Das können Sie runterrechnen bis zum Beginn der Regierungsübernahme und der Unionsführung. Und es ist eben so, es ist eine Tatsache, dass sowohl im Bund als auch in den Ländern nirgendwo mehr Geld für Kultur ausgegeben wird, als wenn die Union die Regierung führt. Das können wir gerne nachrechnen. Das können wir gerne nachrechnen, lieber Johannes. Und du weißt, dass wenn wir beide nicht wären, es in Hamburg auch bitter aussehen würde. So. Und bevor mich mein Fraktionsvorsitzender wegen dieses Länderfinanzausgleiches dann kritisiert, sage ich mal, Sie machen einen Riesenfehler, Frau Schaus. Sie entlassen die Länder und Kommunen, vielleicht orientieren Sie sich nicht an Frau Heidrück, das kann man gerne tun, eine gute Kollegin aus Hamburg. Sie entlassen die Länder und die Kommunen völlig aus der Verantwortung. Sie sagen, die Dinge, die wir mehr tun sollen, soll der Bund tun. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass wenn wir mehr Steuern haben, die auch mehr Steuern haben. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Fragen Sie Ihre Grünen und Ihre roten Kollegen in den Landesregierungen, die nicht von uns geführt werden, was sie denn tun und was sie denn gedenken zu tun in der Zukunft. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Frau Horbach, Sie haben den Kulturetat mit anderen Etats verglichen. Ich werde immer vorsichtig mit dem Umrechnen. Die größte singuläre Ausgabe in unserem Etat ist der Zuschuss in die Rentenkasse, 100 Milliarden. Möchten Sie das jetzt in Kultur umrechnen? Wäre das sinnvoll? Dieses Gegeneinander macht keinen Sinn. Sinn macht es, konstruktiv die Politik weiter auszubauen. Und wir haben die Kultur immer teilhaben lassen an den Steigerungen, selbst wenn es keine Steigerung gab. Das haben wir eigentlich ganz ruhig gemacht, weil man gar nicht so laut darüber reden soll. Aber dann muss man es ja mal tun. Auch in schwierigen Zeiten, auch als die Eurokrise alles dominiert hat, haben wir bei Kultur immer einen draufgesetzt. Und das bei diesem pfennigfuchsenden Finanzminister. Das ist schon eine große Leistung. Und Sie sagen, es sei nicht richtig, sich an einen runden Tisch zu setzen und zu reden. Man müsse auch was tun. Ich meine, Monika Grütters hat es doch gesagt, ich will das auch nicht kritisieren, ihre Planübererfüllung, 53% Frauenquote in ihrem Haus, da das nicht durch Männereienerschießung erledigt worden ist, ist das doch völlig in Ordnung. Was haben wir noch gemacht? Wir haben im letzten Mal beschlossen, dass wir die Tariferhöhung durchziehen, und zwar nicht nur für die 275 Beschäftigten im Haus, sondern auch für die 6.750 anderen, die in den Einrichtungen beschäftigt sind. Und wir haben auch gerade gestern in einem Gespräch mit dem Bereich Tanz, wo ja nun sehr viele Idealisten über die Bühne hopfen und sicherlich sich manchmal dann auch
prekär beschäftigen lassen, gesagt, wenn wir hier weitermachen, erwarten wir von euch, dass am Ende faire Honorare gezahlt werden. Und das werden wir auch reinschreiben. Das heißt, all das, was Sie sagen, machen wir schon. Mir ist bewusst, man kann auch noch mehr machen. Dieses Mehrmachen ist ein sich durchziehendes Programm. Was sind unsere Kriterien? Und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wollen Sie wirklich von hier aus soziokulturelle Maßnahmen steuern, die in einer Kommune in Nordrhein-Westfalen oder in Ostfriesland laufen? Wollen wir den Zentralstaat errichten, der das alles regelt? Ich glaube nicht. Das lassen wir im Wesentlichen dort. Und dann haben wir eine Einrichtung geschaffen, die wir im letzten Jahr mit 5 Millionen mehr ausgestattet haben. Wir haben die Kulturstiftung des Bundes, die genau und sehr genau in diesen Flächenländern, in den Kommunen wirkt. Allein das Programm Transformation, das ermöglicht, den demografischen Wandel so zu gestalten, dass wir eben nicht ständig Einrichtungen verlieren. Wir sind uns bewusst des großen Erbes aus der Zeit, wo wir Kleinstaaterei gemacht haben und deswegen heute so viele Museen und Theater haben. Wir bewahren das. Wir haben das auch bewahrt und vertreten, als das nicht en vogue war. Was sind die Kriterien unserer Kulturpolitik? Die müssen sein: Exzellenz, Innovation, nationale und internationale Bedeutung und Demokratisierung der Kultur. Das ist das, wofür der Bund stehen muss, wofür die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen in diesem Parlament kämpfen. Die Aufgabe ist es, Exzellenz zu ermöglichen. Und da fördern wir zum Beispiel dort, wo eine Kommune, eine Stadt, meinethalb eine großartige Einrichtung hat, aber diesen Sprung, diese Mehrkosten nicht finanzieren kann, dies bedeutet, es international bedeutend zu machen. Wir haben im letzten Jahr beschlossen, dass wir den freien Produktionshäusern einen Etat zur Verfügung stellen, um gemeinsam ihre Produktion zu entwickeln und auch international zu vermarkten. Das ist sicherlich nicht eine Szene, die ausschließlich aus CDU-Wählern besteht. Und das ist auch ein Unterschied. Das kümmert uns nämlich nicht. Wir haben eine bürgerliche Vorstellung von Kultur, und die hat was mit Freiheit zu tun. Wir ermöglichen den Rahmen. Wir sagen nicht, was gespielt werden soll, und wir sagen auch nichts über die Aussage. Und wir verlangen auch keine Political Correctness. Die ist gerade uns gegenüber oftmals nicht der Fall. Sondern wir sagen, das ist die Freiheit der Kunst. Und wenn es uns wehtut, dann ist es so. Aber wir gewährleisten diese Freiheit der Kunst. Und richtig. Und das machen wir ja auch so. Zweiter Punkt ist nationale und internationale Bedeutung. Monika Grütters hat das angesprochen. Kultur hat eine hohe Relevanz im Dialog. Und das haben wir, weil wir exzellente Kultur machen und weil wir damit auch zeigen, dass man bei uns seine künstlerische Qualität ausleben kann, die ja auch hier nicht immer Mainstream ist. In der Regel, das ist das Wort Avantgarde, sagt es ja auch, alles, was neu ist in der Kunst, wird meistens nicht als leicht erträglich empfunden. Viele mögen das nicht. Es hat lange gedauert, bis die Roscos in Kopie es ins Wohnzimmer geschafft haben. Man kann heute noch mit Alban Berg Konzertsäle leer spielen, obwohl er schon 100 Jahre her ist oder länger, dass er das geschrieben hat. Wird aber gefördert und ist ein Signal in die Welt, und zwar in die nicht freie Welt, dass es sich besser lebt. Ich finde es bemerkenswert, die Zusammenarbeit von BKM und Auswärtigem Amt, die Bilder aus dem Terran-Museum nach Europa zu holen. 35 Jahre im Keller, immerhin nicht verbrannt, sondern im Keller gelagert, wird diese Ausstellung in Berlin zum ersten Mal gezeigt. Und sie wird natürlich auch in ein Rahmenprogramm gestellt. Und wir zeigen sie zu einer Zeit, wo anderswo nicht nur Kunstwerke, sondern gleich die Künstler im Keller oder im Verlies landen. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Und das widerspricht auch diesen ständigen Vorwürfen, die Bundesregierung würde für diesen oder jenem knien. Nein, tut sie nicht. Aber wenn man über dieses Knien oder Blindsein redet, müssen Sie sich nicht manchmal fragen, ob es nicht komisch ist, dass Sie sich mehr Gedanken machen über die Qualität des Verbraucherschutzes in den USA als über die Menschenrechte in Russland? Er kann nichts dafür. Das stimmt. Nee, das ist nicht Unterste, sondern das, was Sie machen, ist Unterste. Und ich finde auch, dass wenn Sie sich Ihre eigene Rhetorik mal ansehen, dann ist die ziemlich spiegelgleich mit der Rhetorik vieler Leute aus der AfD. Nein,
Das ist nicht zu klären. Es gibt den linken und es gibt den rechten Rand. Und in der Mitte findet die Demokratie statt. Das ist so. Das ist so. Und es ist so, wir können ja gerne inhaltlich diskutieren, das haben wir im Bundestag auch getan. Und ich glaube auch, dass Erklärungen, die wir gemeinschaftlich getroffen haben, wie die Armenien-Erklärung, Ihnen so leicht nicht von den Lippen gehen, weil Sie genau wissen, für welche Systeme Sie eingetreten sind und auch noch heute eintreten. Das ist einfach. Herr Kollege, ich muss Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Wir haben uns darauf verständigt, dass alle Ihre Redezeit einhalten. Ich bitte Sie, das auch zu tun. Sie ist überschritten. In den letzten 6 Jahren ist es mir noch nie passiert, zu überziehen. Ich freue mich, dass wir den Kulturetat in den letzten 10 Jahren, 9 Jahren nicht überzogen haben, aber deutlich immer ausgebaut haben. Herzlichen Dank. Soweit Rüdiger Kruse für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist Tabea Rösner, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Medien und digitale Infrastruktur einerseits und für die Kreativwirtschaft andererseits ihrer Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, sagte Friedrich Schiller. Ich sehe uns hier in der Pflicht, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit für Künstlerinnen und Künstler in unserer Gesellschaft auch die maximale Freiheit hergestellt werden kann, gerade jetzt und gerade in diesen Zeiten. Wir müssen uns daher fragen, was ist uns die künstlerische Freiheit wert? Der vorliegende Etatentwurf zeigt, sie ist uns viel wert. Bei der Filmförderung beispielsweise leisten wir uns Investitionen in Höhe von 50 Millionen jährlich, und das ist auch gut so. Aber Geld ist, lieber Kollege Kruse, eben nicht alles. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, und da liegt gerade bei der Filmpolitik noch einiges im Argen. Die Novelle des Filmförderungsgesetzes ist jedenfalls kein großer Wurf für die Kreativen. Nehmen wir die Vergabegremien. Dort geben nicht die Kreativen den Ton an, nein, die Macht haben nach wie vor die Verwerter. Und denen geht es, das liegt in der Natur der Sache, vorwiegend ums Geldverdienen und weniger um den künstlerischen Wert. Und dabei können Regisseure und Drehbuchautorinnen vielleicht eher das Potenzial eines neuen Stoffes erkennen als Betriebswirtschaftler. Wir fordern daher mehr Kreative in die Vergabegremien. Das bringt den Filmschaffenden dann auch mehr künstlerische Freiheit. Für Kreativität braucht es auch zeitliche Freiräume. Aber anstatt neue spannende Stoffe zu entdecken, müssen Filmschaffende Anträge schreiben. Die FFG-Novelle vereinfacht leider nicht die aufwendigen Antragsverfahren. In der Zeit, in der sich Filmemacher durch Förderrichtlinien lesen, hätte Schiller schon die ersten 2 Akte der Räuber geschrieben. Beim FFG gibt die Bundesregierung den Kreativen nicht genügend Freiheiten, den Journalisten beschneidet sie die Freiheit sogar noch. Hier im Land beobachtet der Verfassungsschutz Journalisten, und mit einem neuen Gesetz soll der BND Journalisten demnächst außerhalb der EU praktisch schrankenlos überwachen können. Das ist eine folgenschwere Einschränkung der Pressefreiheit und mit unserem Grundgesetz Artikel 5 nicht vereinbar. Sicherlich ist die weltpolitische Lage angespannt und unübersichtlich. Aber aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus Grundrechte derart auszuhöhlen, das ist Kapitulieren vor dem Terror. Statt Journalisten weltweit auszuspionieren, sollten wir besser diejenigen unterstützen, die nicht die Freiheit genießen, wie sie in anderen demokratischen Ländern üblich sind. In der Türkei sind Verhaftungen von Journalisten an der Tagesordnung, kritische Zeitungen werden geschlossen, Material beschlagnahmt, wovon offenbar jetzt auch die Deutsche Welle betroffen ist. Frau Staatsministerin, Sie haben einzelne Länder und einzelne Beispiele genannt. Ich erwarte aber von der Bundesregierung klare Signale an die Länder wie die Türkei, dass Meinungs- und Pressefreiheit für uns nicht verhandelbar sind.
Auch in Deutschland ist bei der Pressefreiheit noch deutlich Luft nach oben. Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor 3,5 Jahren stehen Journalisten gegenüber Bundesbehörden mit einem Wunsch auf Auskunft auf schwammiger Rechtsgrundlage und werden immer wieder abgeblockt. Und was hat sich seitdem getan? Nichts. Wir brauchen endlich ein Bundesgesetz für ein Presseauskunftsrecht, damit Journalisten auch von Bundesbehörden die gewünschten Auskünfte endlich bekommen. Und die Freiheit von Urheberinnen und Urhebern kann auch durch eine angemessene Vergütung gewährleistet werden. Aber wo bleibt da Ihr Engagement in diesem Bereich, liebe Frau Grütters? Mit dem Kabinettsbeschluss zum Urhebervertragsrecht wird gerade nicht die Freiheit der Autoren, Journalisten oder anderer Urheber gegenüber den mächtigen Verwertern gestärkt. Justizminister Maas hat zwar viel angekündigt, die notwendigen Schritte dafür, wie ein verbindliches Schiedsverfahren bei der Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln, hat er aber eben nicht gewagt. Die Freiheit von Journalisten, Urhebern und Künstlern kommt nicht von alleine. Frau Rösner, ich muss auch Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Zeit überschritten. Die Freiheit kommt nicht von alleine. Wir müssen stets für sie kämpfen und sie verteidigen. Kraft unserer Worte, Kraft unserer Taten oder auch gerne mit schnödem Mama. Vielen Dank. Soweit die Rede von Tabea Rösner. Letzter Redner ist jetzt Burkhard Bliewert für die SPD. Hat Burkhard Bliewert von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in Deutschland so viele Kultureinrichtungen haben, das verdanken wir den Anstrengungen in den Gemeinden und Kommunen, in den Ländern und eben auch im Bund. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe für alle staatlichen Ebenen. Darüber bin ich froh und stolz darüber, dass wir uns da alle ganz tatkräftig auch die Hand reichen. Dass wir dann auf Bundesebene einen Aufwuchs wiederum haben von 5,8%, darüber kann man sich doch nur freuen. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Zeichen, dass wir kontinuierlich in den letzten Jahren dort im Kulturbereich eine Menge getan haben. Investitionsstau haben wir aufgelöst, wie zum Beispiel eben beim Humboldt-Forum, was die Staatsministerin schon erwähnt hatte. Und dabei haben wir und werden wir auch in den Blick nehmen, dass die Kulturförderung des Bundes auch in die Fläche geht. Der Bund hat diverse Möglichkeiten, die Länder und Kommunen im Kulturbereich stärker zu unterstützen. Das ist unstrittig, auch in Form von Leuchtturmprojekten, deren Strahlkraft dann über die Ländergrenzen hinausreicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kulturförderung bedeutet aber nicht nur Einrichtungen und Projekte finanziell auszustatten, sondern auch Investitionen in diejenigen, die das Hervorbringen von Kunst und Kultur zu ihrem Erwerb gemacht haben. Es ist daher auch Aufgabe der Politik, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler, die unser Leben mit ihrer Arbeit in so vielerlei Hinsicht bereichern, nicht durch das soziale Netz fallen. Und aus aktuellem Anlass will ich deshalb an dieser Stelle ganz klar sagen, das solidarische System der Künstlersozialversicherung ist für uns SPD-Bundestagsfraktion nicht verhandelbar. Unternehmen, die eine künstlerische Leistung in Anspruch nehmen, müssen hierfür einen Beitrag leisten. Den Versuch der Unternehmer- und Arbeitgeberverbände, die sozialen Lasten einseitig auf die Künstler abzuwälzen, weisen wir daher entschieden zurück. Die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat dafür gesorgt, dass durch effizientere Prüfungen und gerechtere Lastenverteilung die Abgabe gesenkt werden konnte von 5,2 auf 4,8%. Und die Versicherung steht finanziell gesund da. Die SPD-Fraktion wird sich eben auch daher weiterhin für den Erhalt dieses Systems einsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser kulturelles Erbe hat sich überhaupt erst durch Heterogenität und Verschiedenheit entwickelt. Dieses kulturelle Erbe verpflichtet uns auch zur Humanität, einer Humanität, die im letzten Jahr von vielen Ehren- und Hauptamtlichen auch im kulturellen Sektor in unserem Land bereits gelebt wurde. Kunst und Kultur sind wichtige Orte der Begegnung, des Austausches und der Teilhabe. Kultur baut Brücken. Auf diese Weise entsteht ein neues Wir-Gefühl und Kultur fügt Neues und Bestehendes zusammen. Viele Kultureinrichtungen haben sich dieses auch zur Aufgabe gemacht, kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft stärker wiederzuspiegeln und ihre interkulturelle Öffnung weiter voranzutreiben.
Das finden wir gut, das unterstützen wir. Und deshalb stehen wir auch dahinter, dass das Programm Kultur macht stark in Zukunft weiterhin mit einer guten finanziellen Basis ausgestattet ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Filmbereich möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Ich begrüße, dass der Entwurf fortschreibt, was wir im parlamentarischen Verfahren, nämlich im letzten Jahr, beschlossen haben, die kulturelle Filmförderung auf 15 Millionen hochzuschreiben. Das ist jetzt im Ansatz festgeschrieben. Das war höchste Zeit für diesen Mittelaufwuchs, denn durch die zusätzliche FFG-Förderung auf Bundesebene und durch den DFFF war das künstlerisch orientierte Filmschaffen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und mit Blick auf die Zielstellung im neuen FFG, mit dem wir weniger Filme mit größeren Budgets dann noch fördern wollen, ist die kulturelle Filmförderung eine unverzichtbare Ergänzung. Und bei aller Freude darüber, dass wir so viel geschaffen haben, müssen wir aber im Blick behalten, dass wir ein schlüssiges Förderkonzept im Filmbereich auch tatsächlich diskutieren können. Das steht noch aus, aber das ist dringend notwendig an der Stelle, damit wir die einzelnen Förderinstrumente miteinander auch sinnvoll abgrenzen. Die Digitalisierung findet sich diesmal wieder mit 1 Million. Das ist gut und richtig so. Und ich bin mir auch sicher, dass wir die Gespräche, die wir mit den Ländern auch führen an der Stelle, in Kürze auch erfolgreich zu Ende führen können, sodass wir an der Stelle wirklich den Knoten durchschlagen und bei der Digitalisierung den notwendigen, sinnvollen Schritt in dieser Legislaturperiode auch noch schaffen werden. In den Blick nehmen müssen wir daher auch die deutsche Kinemathek, die ja auch zu 100% vom Bund getragen wird. Deshalb ist es auch wichtig, wie wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, dass wir die deutsche Kinemathek auch weiterhin stärken. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren noch mal zu besprechen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, DFFF und die weitere Förderung, die wir im Wirtschaftsministerium angesiedelt haben, mit jeweils einmal 50 Millionen DFFF und 10 Millionen im Wirtschaftsministerium, ist auch der Filmbereich wirklich auf einem guten Wege. Was wir aber diskutieren müssen, ist neben dem Gesamtkonzept auch die Tatsache, dass wir in Deutschland mittlerweile mit dem DFFF ein bisschen ins Hintertreffen geraten im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Das müssen wir im Auge behalten, ob wir da nicht über andere Modelle des Anreizes sprechen müssen, weil wir erkennen, dass große Filmproduktionen Deutschland leider Gottes in der letzten Zeit verlassen haben. Ich bin Herr bereit, Kollege, darüber zu diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratung.